So Leute, hier ein Ankündigungsvideo, was ich für die nächste Woche plane. Wie ihr vielleicht wisst, steht uns die E3 vor der Tür und dieses Jahr werde ich auf Twitch die Pressekonferenzen streamen und dazu quatschen. Ich habe auch ein anderes Video gemacht, bei dem ich schon mal eine Vorschau gegeben habe, was denn so kommen könnte. Ihr gelangt zu dem Video, wenn ihr diesen Button drückt, beziehungsweise werde ich den Link in die Videobeschreibung packen. So, ich werde am Sonntag, den 12. um 21.30 Uhr beginnen zu streamen, um schon mal die Stimmung anzuheizen für die EA-Konferenz um 22 Uhr. Und dann wird's schwierig, denn die nächste Konferenz von Bethesda ist dann um 4 Uhr morgens. Ich weiß nicht, ob ich das durchhalte, deswegen werde ich das folgendermaßen lösen. Ich werde probieren, wach zu bleiben. Falls ich es nicht schaffe, werde ich am nächsten Tag früher beginnen zu streamen und diese Konferenz nachholen. In Zeiten ausgedrückt sieht das dann so aus. Falls ich wach bleibe, geht halt der Stream durch bis um 4 Uhr morgens und am nächsten Tag, dem 13. beginne ich um 18 Uhr, da dann Microsoft dran ist. Falls ich es nicht packe, wach zu bleiben, beginne ich um ca. 17 Uhr, je nachdem wie lang denn die Pressekonferenz denn wirklich dauert, und werde die Bethesda Pressekonferenz nachholen. So, das war jetzt ein wenig kompliziert und ich hoffe, ihr habt es verstanden. Von der Microsoft Pressekonferenz weg streame ich dann halt bis in die Nacht hinein, weil an diesem Abend dann fast alle anderen dran sind. Falls jemand von euch nur bei einer bestimmten Pressekonferenz dabei sein will, sind hier die einzelnen Uhrzeiten. Microsoft beginnt um 18.30 Uhr, die PC Gaming Show um 21 Uhr, Ubisoft um 22 Uhr und Sony dann um 3 Uhr morgens, was ich aber sicher mitnehme. Nintendo, die am 14. um 18 Uhr ein Event abhalten, werde ich aber nicht streamen, da sie sowieso nur Zelda zeigen und es nun mal keine Pressekonferenz ist. Finde ich zwar schade, dass Nintendo das so löst, aber vielleicht dann ja nächstes Jahr. So, das war's dann auch schon. Nur als kleine Randbemerkung noch, ich werde am Sonntag dann natürlich keinen regulären Pokémon bzw. Star Wars Stream machen. Der fällt dann für diese Woche aus. Und die Streams, also die, von den Pressekonferenzen, werde ich dann noch zusätzlich auf YouTube hochladen. Wird dann zwar ein bisschen länger dauern, weil die werden ja alle circa eine Stunde, wenn nicht länger, gehen. Und ja, wird dann im Laufe der darauffolgenden Woche irgendwann auf meinem Kanal landen. Gut, dann hätte ich jetzt alles gesagt und ich freue mich schon, mit euch die E3 miterleben zu dürfen. Also dann, bis Sonntag. Ciao, ciao.